Hallo Leute, willkommen bei der Nischbärenhorde. Dies ist Teil 36. Ja, wir können einen neuen Tag machen und hoffen auf zwei sehr interessante Geburten. So, ein gesundes Kind ist geboren hier. Das ist schon mal sehr gut. Mit Bärengesicht, Stärke 10. Also da haben Hirsch und Rotbranke schon ordentlich starke Kinder gekriegt mit Bärchen, Klauen und Schnauzen und ich denke mal, die Ohren sehe ich auch. Was machen die Hinterläufe? Immerhin inaktive Bärhyänen-Hinterläufe und inaktives Geweih. Okay, eine Folgegeneration könnte dann vielleicht mal ein Geweih kriegen und Bärhyänen-Hinterläufe, um dann ein oder entweder oder, um ein echter Bär zu werden oder ein Bär mit Geweih, was ich auch sehr cool fände. Gut. Cosi. Cosi oder Kasi? Nein, Cosi. Ja, ich denke mal, du bleibst jetzt einfach eine Runde da sitzen bei deinem Baby und wir gucken jetzt gleich mal, was es bei Grizzly gegeben hat. Das sieht ja super interessant aus. Mein lieber Scholli. Kein Geweih, aber sehr interessant. Muss ich mich jetzt mal richtig gut ranpirschen, um davon einen Screenshot zu machen. Weil das ist ja wirklich super spannend. Möglichst mit Papa drauf. So. Was für ein interessantes Geschöpf. Also diese Fleckenfarbe ist so interessant. So. Das wird jetzt gleich mal abgespeichert. Okay. Sehr gut. Dauert nicht mehr lange. Gut. Und das war's dann. Dann können wir jetzt mal weiter gucken. Duknu. Ein Männle. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da gucken wir mal, ob die beiden sich vielleicht paaren könnten. Aber ich glaube, die haben beide G und H. Auf jeden Fall ist Duknu gesund. Das war ja auch ein Risiko. Ja, Grizzly hat G und H und Hirsch. Okay, das ist gut gegangen. Ich denke mal, die sollten wir jetzt nicht nochmal paaren, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das nächste Baby von denen krank. So. Ja, inaktives Hirschgeweih. Tja, schade. Das hätte jetzt auch mal ein aktives Hirschgeweih geben können, denn Grizzly hat auch ein inaktives Hirschgeweih. Naja, immerhin. Und Hinterläufe, Hinterläufe, ja, ansonsten sehr bärhyänisch. Und wie schnell wird es mal werden? 2, das geht gerade noch so. Ja, mit den Bärhyänen-Hinterläufen wird es ja noch langsamer. Also mit denen kann man dann nicht mehr viel anfangen, was Bewegung angeht. Super stark. Ein interessanter Kandidat, würde ich sagen. Duknu, was hat Alina? G und H. D und H. Auch kritisch, kritisch. Tja, schade. Jo, schönes Kind hast du gekriegt. Schönes, starkes Kind. Okay. Grizzly kann wohl keine Beeren sammeln. Dann bleibst du einfach auch mal da hocken. Und du machst hier. Nee, du hüpfst mal hier. Ist der Maulwurf verschwunden? Welch ein Jammer. Dann hüpfst du mal wieder zu deiner Familie zurück. Und wir gucken hier mal durch. Ah, hatten wir nicht noch ein Kind erwartet? Ja. Sehr schön. Kuduknu, okay. Relativ stark. Ziemlich langsam. Und kann ein bisschen sammeln, immerhin. Ist so ein, ja, ich würde sagen, gut, naja. Ja, ich glaube, fast in der Kombination werde ich jetzt nicht mehr viel weiter
Züchten. Obwohl, man könnte es nochmal probieren. Wer hier in Hinterläufe? Immerhin ist da ein inaktives Geweih, aber nur ein inaktives. Wie wäre denn Mini-Pranke mit Hirsch? Das könnte man nochmal versuchen. Dessen Züge habe ich jetzt natürlich verballert in dieser Runde. Vielleicht für die nächste Runde. Dann lasse ich Mini-Pranke mal wieder hierher kommen und Papa passt auf seine Sprösslinge auf. Gut, wir brauchen also die beiden wollen wir. Sollte ich mir notieren. Mini-Pranke. Da kommt der kleine Hirsch schon ganz schön rum, nur weil er ein Geweih hat. Naja, das gilt wohl als ganz besonderes Schönheitsideal. Und, Alina, genau, euch wollte ich paaren lassen. Wie war das? D und H, C und I. Wunderbar. Dann könnt ihr da einfach mal zur Paarung schreiten. Es gibt auf jeden Fall gesunde Kinder. So, Alina, und dann kannst du noch ein bisschen Wegzehrung für die Schwangerschaft sammeln. Wunderbar. Kann sich hier mal jemand um den Maulwurf kümmern? Zum Beispiel du? So. Na, hat doch einwandfrei geklappt. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, ob du hier noch Nüsse findest. Ja, hier ist nämlich auch noch eine. Sehr gut. Und dann kannst du weiterhin auf deine Kinder aufpassen. Ja. Tag hier waren. Okay, du näherst dich deinem Ende. Dann kannst du im nächsten Zug mal einen letzten schönen Tag am Strand verbringen. Und sind die Fische schon wieder weg? Das ist ja gemein. Wir gucken mal, ob wir... doch, Nudoku ist relativ schnell. Ob der die aufstöbern kann. Jetzt sind sie da. Oh, und der hat ein bisschen Sauerstoffmangel gekriegt, der Arme. Na, immerhin haben sie hier jetzt mal einen Fisch erwischt. Da sind sie, die Fische. Nun gut. Und du, kleiner Wicht? Tja, du bist so klein, du kannst hier gar nicht so tief runter. Du kannst hier immer nur so hin und her patrouillieren. Kann sie denn auch einen Bärenbusch? Na, mal gucken. Nö. Das Einzige, wo sie Nahrung sammeln kann, ist beim Fischen. Also musst du auf dein Angelglück hoffen. So. Und du kannst ein paar Beeren sammeln. Ah, und hüpfst mal hier hin und machst im nächsten Zug das Nest kaputt, denn das brauchen wir nicht mehr. Okay, Steffi ist stark. Darum kannst du es mit dem Hasen versuchen. Und du hüpfst mal hierher und sammelst den auf. Ja. Ja, Cosi ist ein prima, prima Weibchen. Aber halt sehr langsam und ohne Geweih. Wie war das? Rotpranke hat gar kein Geweih. Also das ist schon klar, dass die kein Geweih kriegen kann. Sie hat halt inaktives Geweih. Das ist gut. Vankir, was wollte ich mit dir machen? Im Prinzip auch Steine platt machen. Ah, du könntest mal hier vorkommen und da im nächsten Zug den, vielleicht erst den Maulwurf jagen und dann den Stein wegmachen. So. Ja, und du könntest eigentlich auch mal ein Kaninchen jagen. So. Gut. Wo überall jetzt hier schon die Bärhyänen-Nischlinge sind. Bei mir sehen die Nischlinge völlig anders aus als in normalen Nisch-Gameplays.
Aber wir haben ja eben auch die Bärenhorde. Darum habe ich die ja auch so genannt. Und es sind inzwischen ganz schön viele, die bärenhordig aussehen. Du kannst mal hier hingehen und dann da mal das Gestrüpp wegmachen. Lux. Mit dir wissen wir auch nicht so recht, was anzufangen, nicht wahr? Dabei bist du ein hübsches, hübsches Bärenkerlchen, Weibchen. Na, und hier unser neuer Duknu sieht einfach irgendwie klasse aus mit diesen großen Scheckungen. So, hier wartet ein Kaninchen auf dich. So. Ah, das Bärhyänenkind. Na, erstmal jagst du mal das Kaninchen. Ist hier irgendwie auf dem Rückzug. Geh du mal hin und mach hier mal die Gräser weg. Weil wir wollen ja unser kleines Bärhyänenkindchen nicht verlieren. So. Wäre ja schade. So. Sehr schön. Ja, obwohl hier überall mal welche gestorben sind, haben wir jetzt schon wieder 35 Nischlinge. Es werden einfach nicht mehr weniger, weil mich immer mal wieder hier die experimentelle Paarungslaune packt. Und ich einfach wissen will, können die interessante Babys kriegen oder die und die und die. So, ich glaube, wir sind durch. Ja, das ist sehr gut. Dann lassen wir uns mal überraschen, was der nächste Tag so bringt. Wow, die kleine Bärhyäne ist einfach abgehauen. Da ist sie wohl verschwunden. Mal gucken, ob wir sie schnuppern können? Nee. Das ist so ein Bereich, wo es dunkel ist. Da schicken wir mal jemanden hin. Aber jetzt gucken wir erstmal nach den Babys. Ah, Alina hat ein schönes Baby gekriegt. Da gehst du mal ein bisschen aus dem Weg, damit ich da. Habe ich schon einen Screenshot eigentlich für diese Runde? Ich glaube ja. Aber ich mache sicherheitshalber nochmal ein. So, jetzt gucken wir mal, was Rere uns zu bieten hat. Stärke 10. Alina hat Stärke 6. Stärke 10 ist gut. Und Angeln 2, Hinterläufe 2, also Geschwindigkeit 2. Da ist Alina natürlich besser. Alina ist schneller. So, der Körper ist groß, darum ist Reh langsamer, hat immerhin ein inaktives Geweih. Wir kommen der Sache näher. Hat H und I. Und was hat Hirsch? G und H. Na toll. Okay. Aber vielleicht finden wir jemand anders mit inaktivem Hirschgeweih, um endlich mal unsere Hirschbärhyäne zu kriegen. Das ist doch zum Haare raufen. Ja, diese Kombination mit zwei Bärhyänen Klauen, Bärhyänen Schnauze und zwei Bärhyänen Ohren haben wir jetzt ziemlich häufig. Aber sonst variiert das meistens. Na, dann kann Reri als erste größere Tat da gleich Stein wegmachen. Das ist gut. So, und Alina. Ja, du kannst dir wenigstens ein paar Beeren zur Stärkung nach der Geburt einsammeln. Und du knackst hier mal Nüsse ganz fein. So, und passt weiterhin auf deine Kinder auf. Sissi ist jetzt schon deutlich größer. Und Kuduknu lassen wir mal aus dem Nest hüpfen.
Und kümmern uns ansonsten hier auch mal um diese ganze Gruppe. So. Viel Gras wegmachen überall. Ah, ja, wo wollte ich jemand hinhüpfen lassen? Ich glaube, da ist die Bärhyäne. Da ist eben jemand abgehauen. Das war aber, glaube ich, ein Streuner oder wie die heißen. So, vielleicht war es auch was anderes. Jetzt gucken wir nochmal. Da ist die Bärhyäne ja. Ah, hier so ein grüner Fleck, wo man einfach nicht guckt, aber wo gar kein Gras ist. Also die ist gar nicht abgehauen, die ist nur gerade nicht sichtbar. Na prima, da ist sie ja wieder. Mäuschen, du passt an deinem letzten Lebenstag mal auf unsere kleine Bärhyäne auf. So. Jetzt war ich schon beunruhigt. Ah, und geh du mal dahinter, denn ich wüsste zu gerne, was sich da hinten verbirgt. Ob da was ist. Nö, anscheinend nicht. Na, probierst es mal. Nö, mit dem Hasen, da hast du wohl kein Glück gehabt. Einer unserer wenigen friedliebenden Nischlinge. So. Naja, friedliebend sind sie alle, aber viele sind halt Jäger. Da! Da ist wieder dieser Fremdling. Isre. Wollen wir Isre aufnehmen? Ja, vielleicht einfach nur, dass sie dabei ist und nicht da wild rumrennt im nächsten Zug und dann kann die hier sammeln, aber ich glaube, die brauchen wir nicht zur Vermehrung. Die hat eine verstümmelte Pfote, ist halbblind und kurzsichtig, unfruchtbar, Bluterkrankheit. Diese vielen schlimmen Gene wollen wir uns gar nicht ins Haus holen. Es reicht schon, dass einige von uns Entenwatscheln haben. So. So. Na, hier kannst du doch noch mal was mit deiner Stärke anfangen, Löwe. Und Katerlein. Ja, da hätte Kater vielleicht sich auch mal beweisen können an einem Maulwurf. Und Leopardi. Hüpf mal hierher und mach mal das Gras weg. Oh. Tja, eigentlich wollte ich nur, dass du die Nuss knackst, aber es ist in Ordnung. So. Ja, und du hüpfst mal wieder da hoch. Wir könnten auch mal wieder einen Regentag gebrauchen. Und ihr habt diesmal alle noch nicht gemacht? Oder nur teilweise? Ach, jetzt ist der Maulwurf abgehauen. Na, klasse. Ja, ah. Du gehst am besten zu deinen kleinen Cousins. Und dann macht ihr hier eine Angeltruppe auf. Da sind die Fische. Wenn sie mal größer sind, kommen sie da auch ran. Aber ich denke mal, jetzt sollten wir das noch nicht riskieren. So, ihr könnt es einfach schon mal üben. So, und du baust mal Nester ab. Sehr gut. Springst du mal hier hin, dann kommst du hier an die Nuss gut ran. Ah, du armes, krankes Wesen, bist jetzt immerhin groß geworden. Dann kannst du es mal hier probieren. Und vielleicht bei dem Kaninchen, das wäre doch auch mal ein Jagderfolg. Und ja, eure Fische sind schon wieder weg. Da,
Fische, ja, endlich. Gut. Na prima, das ist doch mal ein guter Angelerfolg. So, du willst eigentlich auch zum Angeln, aber kannst auch gut Beeren sammeln, darum bist du da jetzt noch ganz gut aufgehoben. So, ihr seid alle schon fertig mit euren Tätigkeiten, aber hier warten noch ganz viele Arbeitswillige. Wen wollte ich da? Oh, Mini-Pranke und Hirsch wollte ich verkuppeln. Mini-Pranke, wie kommst denn du hier möglichst zügig rüber? So. Bist du gleich in einem Nest, da bist du schon mal gut aufgehoben. Und dann kommt Hirsch angehüpft. Jawohl, das hat doch gut geklappt. Der Hirsch, der 1000 Sasser. So, Hirsch, gibt's da vielleicht noch was zu angeln für dich? Nö, aber vielleicht im nächsten Zug. Und du gehst mal aus dem Nest raus, damit du schneller groß wirst. Okay. Ich sehe schon, die Episode ist schon wieder ziemlich lang. Ja, und alle sind fertig mit ihrer Arbeit. Grizzly kann hier auch ein paar Schritte gehen. Einfach damit sie nicht so untätig wirkt. Ja. Geh doch mal hier hin und pass auf dein Baby auf. Okay, gut. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.